wie sagt man dann zu ganz alte Schneemann? Weißt du das nicht? Der heißt Pfütze. Jawohl. Und so haben wir ganz viele im Moment draußen. Ganz viele Pfütze. Jawohl, ja. Ist ja auch blöd, ne? Wenn das weiß ist, dann sieht das viel eleganter aus dort draußen, ne? Und so, wenn das so jetzt wieder alles matschig und patschig und voller Pfütze ist, ist das wieder... Naja, gut. Dann kommt ja irgendwann auch der Frühling. Verstehst? Wenn der Schnee weg ist und überall Regen nochmal kommt, da kommt ja auch bald der Frühling. Und was kommt da noch? Die Zeitumstellung. Jawohl. Und da freut sich ja meine Frau schon ganz, ganz fürchterlich drauf. Die fängt nämlich die Zeitumstellung für den, ganz genau, ja. Sie nervt schon seit langen Zeiten zweimal jährlich diese Plage. Kaum ein Mensch, sind wir mal ehrlich, dieses Unheil leider mag. Spät im März und im Oktober stört sie unseren Lebenslauf. Da stellt man sich doch diese Frage, wann hebt man diesen Unsinn auf? Jawohl, da stellt sich meine Frau Linke auch die Frage, das ist so ein Quatsch. Aber gut, wir brauchen einige Uhren gar nicht umzustellen, weil die digital nicht umgesprungen sind. Und manuell hat meine Frau schon gesagt, das halbe Jahr können sie die Zeit anzahlen, wie sie wollen. Stellt euch mal vor. Also Freunde, ich wünsche euch auf jeden Fall heute trotz schlechtem Wetter ein wunderschöner Tag. Bis dann, tschüss. Euer Mugli mit die weiße Socke.